Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Wir sind immer noch in Schwarzweite, dieser beeindruckenden Höhle. Und wir sind auf dem Weg zur Schriftrolle der Alten und müssen jetzt irgendwo da hoch, irgendwie da hoch. Aber ich bin auch relativ überlastet, also ich kann nur noch langsam laufen und deswegen habe ich mir gedacht, ich drücke der Erenil wieder mal ein paar Klamotten in die Hand. So, Erenil, pass auf. Du bekommst jetzt was. Du bekommst jetzt das. Nee, kann ich nicht. Okay, dann nicht. Dann bekommst du das. Und zwar alle. Das bekommst du auch. Nee, die nicht. So, was bekommst du hier? Was bekommst du hier? Nicht so viel. So, dann gucken wir mal, was du hier alles bekommen kannst. Du bekommst das. Dann bekommst... Nee, das darf ich nicht abgeben. Dann bekommst du... Ach komm, das bekommst du auch. Das kann ich nicht abgeben. Das bekommst du... Das bekommst du... Das bekommst du... Das bekommst du. So, und jetzt geht's mir schon wieder ein bisschen besser. So, und du, Erenil? Wir brechen auf? Ja, gleich. Ihr müsst bitte was... Na schön. Was denn? Was für mich tun? Was braucht ihr? Ich hätte gerne, dass du das nimmst. Gut, verstanden. Und das auch. Gut, verstanden. Und den Bogen auch. Gut, verstanden. Und das? Gut. Verstanden. Das. Gut, verstanden. Und das. Gut, verstanden. Und das. Irgendwie hört. Gut, verstanden. Das. Irgendwie hört sich das gerade gar nicht gut an. Braucht ihr mich noch? Ja, natürlich brauche ich euch noch. So, nehmt das mal. Achso, das war ich jetzt. Ja, wer macht denn hier so einen Krach? Ach, du machst so einen Krach. Ja, ich hau jetzt ab, pass auf. Erenil, wir müssen... Seid ihr bereit aufzubrechen? Ja, bin ich. So, wir müssen gehen. Und zwar schnell. Da ist irgendwie ein Riese. Wo müssen wir denn lang gehen? Wir müssen... Ich will aber da lang. Ich laufe jetzt hier vorbei. So. Ich laufe jetzt hier vorbei. So. Kommt der uns hinterher? Der kommt uns hinterher. Okay, damit hätten wir das auch. Riesenzeh, Wolfspelz hat er auch noch. Ja, okay. Gut, laufen wir weiter. Laufen wir weiter. Immer in der Hoffnung, wir kommen irgendwann mal an. Könnte sein, dass wir da rein müssen. Könnte es sein, dass wir da rein müssen? Da oben? Da oben rein? Okay, wir laufen mal dahin. Wir laufen mal dahin. So. Es könnte sein, dass wir hier rein müssen. So, schauen wir mal ran. Schauen wir mal rein. Okay. Öffnen. Ups, das ist ein Aufzug. Das war ein Aufzug. Aha. Okay. Ich speichere mal.
So, was haben wir denn hier? Viel, was wir mitnehmen können. Aber nicht müssen. Hier ist so irgendwie so richtig relevant nichts. Was haben wir hier? Verkohlte Sachen? Nee. Nee, also wirklich nicht. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen, aber alles andere. Nee. So. Tür. Aha. Hier ist eine riesige Kugel. Okay. Gucken wir mal. Aha, hier geht's rauf. Hier geht's rauf. Ah, ja. Da oben ist, glaube ich, die Schriftrolle der Alten. Da kann ich mich dunkel dran erinnern. Und hier muss ich irgendwas machen, damit die da runterkommt. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Lexikonhalter, das ist doch dieser Würfel, den wir bekommen haben von diesem verrückten Professor, oder? Ja. Genau. So. Und nu? Was nu? An, aus. Also die Schalter scheinen ja aktiv zu sein, oder? Und die nicht. Ich drück mal. Achtung. Ja, da passiert ja so gut wie gar nichts. Und hier? Auch nicht. Ja gut, also die gehen nicht. Lass mich mal eben vorbei da, bitte. Ich drück den mal hier. Achtung. Der geht. Aber es passiert nichts. Und hier? Ah, jetzt passiert was. Okay. So, und jetzt? Nee, passiert nichts. Da passiert auch nichts. Ja, ist ja super. Was machen wir denn jetzt? Schalter aktivieren. Hab ich gemacht. Ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen. Da geht nichts. Da geht auch nichts. Hier geht nichts. Jetzt haben wir den aktiv. Okay. Und dann drücke ich mal den. Aber irgendwann muss doch mal der auch mal irgendwas machen, oder? Geht nicht. Ist noch zu. So. Ist zu. Ja, liebe Leute, das ist recht nett, wenn ich man wüsste, was ich da machen muss. Steht hier was drauf? Nee. Okay, versuchen wir nochmal. Passiert einfach nichts. Das kann man so ohne Fug und Recht behaupten. Hier passiert gar nichts. Da muss doch hier diese Schutzkappe abgehen. Da kann ich nicht drauf drücken. Ja. Der muss da rein. Der muss da rein. Okay, muss man da zweimal drauf drücken? Ist
So wie es aussieht. Wir brechen. Nein. Auf. Ich warte. Ja, mach dann mal. Wie es aussieht. Nicht. Okay. Gut. Wir gucken mal nach unten, ob da irgendwie noch ein verdeckter Schalter ist. Jetzt haben wir das Ding ja rausgeholt. So. Da oben ist die Schriftrolle. Da müssen wir hin. Gibt es hier irgendwo Schalter? Muss ich hier irgendwie was machen? Über den Hebel latschen oder irgendwas? Ich weiß auch nicht. Achso, das ist Glas. Oh, da kann ich einfach drüber laufen. Nein. Es gibt da keinen Schalter. Das heißt, das hier, was hier oben ist, ist das Einzige. Aktivieren. Aktivieren. Nichts. Nicht. Ich drücke da jetzt so lange drauf rum, bis irgendwas passiert. Zahnrad der Drehme. Muss ich die nehmen? Ich trage zu viel. Ja, super. Kann ich hier irgendwas sehen, warum ich wie was drücken muss? Also, drücken wir mal eben. Irre, Nil, was rennst du denn da unten rum? Hey, wo rennst du hin? Komm zurück. Warum rennst du da lang? Hey, wo willst du hin? Wir brechen auf. Wo willst du denn hin? Ja. So. Ist ja noch schöner. Da geht ihr einfach spazieren. So nicht. So nicht. Junges Fräulein. So, also, weiter im Text. Wir sind hier keinen Schritt weiter, um genau zu sein. Wir haben den Lexikonhalter da reingepappt. Also, das... Ja? So, jetzt hör mal auf zu drängeln hier. Dann haben wir hier Schalter, die man bestimmt in irgendeiner bestimmten Reihenfolge drücken muss. Aber ich habe halt zwei erst aktiv. Ich drücke mal den großen. Und jetzt drücke ich den kleinen. Und jetzt drücke ich hier, nichts geht. Nichts geht. Öffne die Fertigkeitsstufe. Das. Und jetzt den kleinen auch nicht. Ja, ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich weiß nur, dass diese Schalter nicht aktivierbar sind. Nur die beiden hier. Aber da passiert recht wenig. Nee, nichts zu machen. Nichts zu machen. Nehmen wir nochmal weg. So. Lexikonwürfel. Lexikonwürfel. Eingesetzt. Zwei Schalter sind aktiv. Der. Was macht denn der genau? Ich guck mal jetzt genau hin, was der da unten mit diesem Gerät macht. E. Der setzt diesen Weg nach vorne. Und der hier, was macht der? Der setzt diesen Weg nach rechts. So, das heißt, wenn dieser Weg dann rechts ist,
kann ich hier einfach hingehen. So. Was mir nicht weiterhilft. Also diesen Steg, der ist jetzt da. Gut. So. Dieser Steg ist da. Aber mehr Schalter kann ich hier nicht aktivieren. Achtung. Der setzt den Steg nach vorne. Der setzt den Steg nach vorne. Der setzt den Steg nach vorne. Der setzt den Steg da nach vorne. Vielleicht muss der Steg ja in eine ganz bestimmte Richtung zeigen. Nach vorne. Nach vorne. Also, jetzt geht der Schalter gar nicht mehr. So, nach vorne. Seite. Nach vorne. Ah, jetzt ist da einer angegangen. Habt ihr gesehen? Jetzt ist da einer angegangen. Ja, ich drücke ihn. Oh. Jetzt kommen die Dinger runter. Ich drücke da nochmal. Okay, und jetzt ist der Kleine an. Da ist sie! Yeah! Man musste da einfach immer wieder drauf drücken. Unglaublich. Jetzt gehe ich zu der Schriftrolle der Alten. Ja. Gib sie mir, mein Ziel. Das Wissen der Alten, abgeschlossen. Begonnen, Alduins Fluch. Lies die Schriftrolle der Alten an der Zeitwunde. Das mache ich. Aber jetzt gehen wir erstmal. Jetzt gehen wir erstmal. Öffnen Himmelsrand. Yeah. Wir sind wieder in Himmelsrand, so wie es aussieht. So, das ist hier der Aufzug. Jetzt müssen wir hier nur raus. Oder? Könnten wir jetzt... da gibt es wieder einen Drachen, der rumschreit. Könnten wir jetzt hier raus, bitte? Öffnen. Nee, da fahren wir wieder runter. Oder? Ja, da sind wir wieder unten. Das wollt... Was? Ja, Moment. Ich muss jetzt mal eben... Wir müssen mal eben wieder hochfahren. Oder fahren wir runter? Ich weiß es nicht. So. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Bin ich dämlich? Hier nicht? Wie kommen wir jetzt hier raus? Ich weiß es nicht. Das ist ja... Das ist witzig. Oder? Das ist ja witzig. Jetzt fahren wir wieder runter. Ja, jetzt sind wir wieder unten. Das ist ja super. Und jetzt fahren wir wieder rauf.
Tja, und wenn wir oben sind, kriegen wir die Tünik auf. Ach da, aktiviere Hebel. Weil ich bin so blind, ja? Ich bin so blind. Yeah, wir sind raus. Wir sind raus. So, so unscheinbar steht das Türmchen da. Ja? So unscheinbar. Ha, frische Luft. Wo sind meine Damen? Ich weiß es im Moment nicht. Also, Irenil, wo bist du? Gerade war es noch da. Egal, sie wird schon kommen. So. Ja, okay. Ja, das war ja aber mal ein Riesending, oder? Aber wir haben die Schriftrolle der Alten. So, und wie es damit weitergeht, machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, euer Zapp.